Auch du kannst deine Ernte ganz einfach verdoppeln und zusätzlich noch die Artenvielfalt erhöhen. Und dabei musst du eigentlich nichts anderes tun, als ja, einen Lebensraum für unsere kleinen Brummern zur Verfügung stellen. Und in dem Video möchte ich dir einfach erklären, mit welchen Pflanzen du das zum Beispiel machen kannst, wie ich das zum Beispiel umsetze, wie ich bei mir im Garten Wildbienen anlocke und die mich dann auch zusätzlich unterstützen, damit ich noch eine viel bessere Ernte bei mir im Garten einfangen kann. In dem Video geht es darum, wie du mehr Wildbienen in deinen Garten lockst, diese dann auch für dich dein Obst und Gemüse bestäuben, wie du für sie ein Zuhause baust in Form von Insektenhotels und wie du dann durch die ganze Arbeit bzw. den ganzen Aufwand, den du dadurch hast, auch profitierst und du eine viel größere Ernte zum Beispiel in einem Fruchtgemüse dadurch erlangst. Also von vornherein, Wildbienen sind einer der wichtigsten Bestäuber überhaupt, sogar wichtiger als die Honigbienen in einem gewissen Verhältnis. Da habe ich einen Artikel von der NABU da gelesen, dass in einem Verhältnis von ein Drittel Honigbienen und zwei Drittel Wildbienen der Ertrag um das Doppelte angestiegen ist. Liegt einfach nur daran, dass halt dann die Pflanzen, wenn halt mehr Bienen rum sind, durch das ganze Gesumme, wie zum Beispiel in der Wirtschaft durch Angebot und Nachfrage, die Pflanzen wie zum Beispiel Paprika, Gurken, Kürbisse, Melonen, Tomaten drauf reagieren und mehr Blüten bilden, damit halt die ganzen Bienen halt versorgen werden. Und der Grund, warum jetzt zum Beispiel das Verhältnis von Wildbienen höher sein muss, damit die Pflanzen zum Beispiel mehr Blüten produzieren, das ist jetzt hier eine Theorie von mir. Also die Honigbiene zum Beispiel ist ja, sagen wir mal, ein Allrounder, die ist spezialisiert auf alle Blüten. Das heißt, die fliegt auch an einen Apfelbaum hin, die fliegt an eine Linde hin, die fliegt an eine Zucchini hin, die fliegt an die Bohnen hin. Der Unterschied zu einer Honigbiene ist halt, zu einer Wildbiene, dass sie halt allgemein ist und die Wildbiene, die ist halt mehr speziell. Das heißt, es gibt halt Wildbienen, die spezialisieren sich nur auf Gurken und Melonen, also auf die Kürbisgewächse oder nur auf Bohnen oder auf Petersilie oder auf Doldenblütler zum Beispiel. Und da kann es dann schon sein, dass halt auch die Wildbienen, denke ich, mehr unterschiedliche Vibrationen an ihren Flügeln haben und die Pflanzen das wahrnehmen, dass da gerade jetzt eine Wildbiene ist und die dann merken, okay, ich muss da ein größeres Angebot bringen, weil die sich halt da nur auf mich zum Beispiel spezialisiert hat und sie muss ja auch irgendwie versorgt werden und das kann dann ein Impuls zum Beispiel sein, dass die Pflanze mehr Blüten für die Wildbienen dann produziert. Ein weiterer Vorteil von Wildbienen ist, dass man sich nicht so umständlich um sie kümmern muss, wie unsere momentan gezüchtete Honigbiene, wo der Imker da immer wieder eingreifen muss und die sozusagen pflegen muss, weil sonst würden sie auch zugrunde gehen, sehr viele Bienenvölker. Und die Wildbiene, die kommt selbst mit sich klar, sie bestäubt halt einfach und überlebt für sich selbst und ist auf den Menschen zum Beispiel nicht angewiesen. Weiterer Vorteil natürlich, wenn genug bestäubt ist, dann hat man so ein Skandal, sage ich mal, nicht, oder solche Situationen, da wo man dann mit einem Pinsel selbst an Obstbäumen rangehen muss, weil da nicht mehr genug Bienen vorhanden sind. Ich glaube, in China habe ich mal in einem Buch gelesen, ist das zum Teil so bei den Obstplantagen, dass man da mit einem Pinsel bestäuben muss, was auch wirklich eine Heidenarbeit ist. Es gibt ungefähr 510 Wildbienenarten und davon sind fast die Hälfte auf der roten Liste. Ist ziemlich besorgniserregend, deshalb im Grund mehr einen bienenfreundlichen Garten aufzubauen. Da profitieren ja nicht nur die ganzen Wildbienen, auch Nachtfalter, Schmetterlinge, Vögel auch. Und das ist halt umso wichtiger, dann auch folgende Pflanzen blühen zu lassen. Man kann auch zum Beispiel Gemüsepflanzen einfach ausblühen lassen. Ich lasse auch Gemüsepflanzen einfach in die Blüte gehen, wie zum Beispiel Salatpflanzen oder Kohl. Einerseits habe ich dann den Vorteil, ich bekomme wieder Samen fürs nächste Jahr. Kann ich auch nur jedem empfehlen, so kann man sich sein Saatgut immer fortwährend vermehren. Muss man nicht immer wieder nachkaufen. Aber ich lasse halt auch im Allgemeinen sehr viele Sachen stehen, damit sie zum Beispiel auch wild aussamen oder wenn sie halt nicht ganz so schön ist, dann reiße ich sie halt nicht extra raus. Ich weiß, davon können zum Beispiel die Bienen profitieren. Also Salatpflanzen lasse ich zum Beispiel ausblühen, Pflücksalat, Sommersalat, Kopfsalat, Radieschen mache ich auch sehr gerne, dass ich die auch einfach ausblühen lasse. Das sind auch sehr schöne Blüten. Verschiedene Kohlpflanzen, wie zum Beispiel Rosenkohl oder Grünkohl, lasse ich ausblühen. Natürlich der Klassiker Sonnenblumen baue ich immer sehr gerne bei mir im Garten an. Ich habe zum Beispiel eine Gründünger-Sonnenblume, bildet dann sehr tiefe Pfahlwurzeln. Das ist eine hohe Sonnenblume mit einem großen Kopf. Lockert natürlich den Boden auf, Humusaufbereitung. Sonnenblumen helfen auch, den Boden zu entgiften.
blocken auch Radioaktivität ab. Und die Sonnenblume, da profitieren ja nicht nur die Insekten, aber später auch die Vögel zur Fütterung. Also eine wunderbare Pflanze. Habe ich bei mir auch vermehrt im Garten, lasse ich sie auch manchmal einfach so wild aufgehen. Dann, was ich als mehrjährige Pflanze bzw. Staude habe, ist Beinwell. Bildet sehr schöne rosa oder lilane Blüten. Bildet auch sehr tiefe Pfahlwurzeln, großes Blattwerk, wo man dann auch das zum Beispiel zum Mulchen nehmen kann oder wenn man die zum Beispiel in einen Smoothie zerhäckselt und damit seine Pflanzen gießt und einfach zum Humus bilden. Und da drückt auch das Beikraut am Rand der Beete, habe ich das zum Beispiel, also Beinwell auch eine super Pflanze. Artischocke natürlich auch, eine mehrjährige Pflanze ist bei mir jetzt letztens eingegangen, aber wird auch eine sehr große und schöne Pflanze, wovon die Bienen auch profitieren können. Borage habe ich in dem auch letztes Jahr bei mir im Folientunnel angebaut. Das würde ich nicht jedem empfehlen, weil der dann sehr groß und buschig wird und dann fängt auch schnell an zu schimmeln. Draußen langt es, dann wird er nicht ganz so groß und monströs und da hat man vielleicht die Gefahr vom Schimmeln nicht so. Ich würde beim Borage allgemein aufpassen, weil er halt zum buschig tendiert, dass man da vielleicht manchmal ein paar Seitentriebe rausnimmt. Aber zum Beispiel, wenn man Gurken einlegen möchte, also so Essiggurken, kann man zum Beispiel auch Borage damit reinlegen. Ist also beliebtes Rezept, weiß ich nicht genau, ob das stimmt, aber kann man auch so in der Küche dann mit nutzen oder auch die Blüten. Tagetes bei mir ganz klar, habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich euch oben in der Videobeschreibung verlinken, was ich da auch alles damit mache. Nematoden anlocken, ist auch super für die Bienen. Ringelblumen natürlich, verschiedene Kräuter wie Petersilie, wie Basilikum, wie Dill oder sowas, lasse ich alles in der Regel ausblühen. Da sind so viele Schwebfliegen auch damit dabei, manchmal ab und zu mal, wenn die Blüte größer ist, Bienen. Dann lasse ich auch verschiedene Doldenblüler ausblühen, wie zum Beispiel Karotten oder Schafgarbe. An der Wildblumenwiese habe ich auch einfach ausblühen lassen. Da tummeln sich auch sehr viele Bienen und Insekten. Letztes Jahr hatte ich auch eine Mariendistel ausblühen lassen. Schöne rosane Blüten, da waren auch sehr viele verschiedene Wildbienen da drauf, die ich auch noch nicht gesehen habe. Aber wenn es halt für viele sehr stachlig ist oder ein sehr starkes Unkraut, weil es halt sehr tiefe Pfahlwurzeln auch bildet, habe ich letztes Jahr rausgerissen, kommt jetzt nicht mehr wieder, habe aber die Samen genommen und das ist wirklich auch ein super Bienenmagnet. Also sehr viele Wildkräuter, die halt als invasiv gelten, können doch einen Vorteil für unsere heimischen Bienen haben. Momentan blüht auch der Lavendel und da tummeln sich auch sehr viele Wildbienen. Ich habe jetzt neben den Hummeln 3 oder 4 verschiedene Wildbienen gesehen, dann diese zwei Hummelarten, dann den Taubenschwänzchen nennt man es, so ein insektenartiger Kolibri und unzählige Schmetterlinge. Also unser Lavendel ist schon sehr groß, ein richtiger Busch und da, also Lavendel auch nur in jedem Garten, wie ich finde, ein Must-Have. Also da lockt man genug Sachen an, weil da nochmal ein separates Video zum Lavendel machen. Man kann mit dem sehr viel auch machen und sonst kann man auch weitere Pflanzen, natürlich Gemüsepflanzen, sind auch sehr zu empfehlen. Bohnen, da Tomaten anbauen, Gurken, Kürbisse, so da tummeln sich natürlich auch die entsprechenden Wildbienen. Also das heißt, wenn man schon allein Obst und Gemüse anbaut, zum Beispiel Fruchtgemüse, dann hilft man auch schon den Bienen damit. Was ich auch bei meiner Wildblumenwiese gesehen habe, da ist zum Beispiel Sonnenhut. Ist auch sehr schön, wie ich finde, eine wunderbare Pflanze. Und allgemein solche Wildblumenwiesen, wie ich das gemacht habe, einfach wachsen lassen, vielleicht eine Mischung mit reinbringen und dann dort einfach auswerfen. Wichtig bei einer Wildblumenwiese ist, dass es halt ein magerer, sandiger Boden ist und kein fetter Boden. Und so kann man dann auch nochmal was für die Bienen machen. Und auch sehr wichtig, was ich dann auch letztens herausgefunden habe, ist Hanf. Also anscheinend profitieren 19 Wildbienen vom Hanf, die auf der roten Liste sind. Und da habe ich halt gelesen, man weiß nicht ganz genau, warum die halt zum Hanf gehen, aber die anscheinend mögen die Bienen den Hanf, wahrscheinlich wegen dem Pollen oder was weiß ich auch immer. Und die tummeln sich da halt gerne und davon profitieren sie. Also in dem Aspekt, dass man sogar Hanf anbauen kann, um den Bienen was Gutes zu machen, ist auch schon sehr bemerkenswert für die Pflanze, wie ich finde. Also ich finde durchaus, dass man halt, also mich nicht falsch verstehen. Also ich finde Hanf super, aber nicht wegen dem medizinischen Aspekt. Das liegt einfach daran, weil ich die schleimfreie Heilkost mal habe, schon einige Videos dazu gemacht. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass es den Boden stark entgiftet, Humus aufbaut und auch sehr gut für die Insekten und Wildbienen halt einfach ist. Das heißt,
für die Sachen lohnt es sich einfach, wie ich finde, Hanfwand zu bauen. Deswegen würde ich den halt nicht verbieten. Was man da halt mit Rauchen macht, da ist ein anderes Thema. Aber allein diese Tatsache, dass man damit was für den Boden und für die Tiere da machen kann, ist schon etwas Besonderes. Jetzt noch zum Abschluss ist es ganz wichtig, nicht nur das Futter für die Bienen zur Verfügung zu stellen, sondern natürlich auch ein gewisses Zuhause. Also ich habe jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Wildbienen ansiedeln kann. Ich habe Insektenhotels gekauft, die auch selbst gebaut. An einem Stamm habe ich auch schon unzählige Videos dazu gemacht. Dann habe ich auch diese Bambusrohre aufgehängt. Da ist zum Beispiel die Holzbiene drin, also so ein Riesending, was mir auch die Bohnen zum Beispiel bestäubt. Dann irgendwelche Steinritzen, wo dann Erdhummeln mit reingehen, offene Lehmstellen, wo dann die Bienen sich bedienen können, kleine Ritze. Gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Hummeln zum Beispiel helfen kann, wie man Wildbienen helfen kann. Totholzsäcken ist zum Beispiel auch eine super Möglichkeit, Steinhaufen irgendwo machen, also mehr in die Richtung verwilderter Garten bzw. geordnetes Chaos gehen, was halt bei vielen nicht der Fall ist. Sieht man halt zum Beispiel daran, dass ich bei mir im Rasen sehr wenig Rasen mähe, beziehungsweise mein Vater, vielleicht ein, zwei Mal im Monat. Und da kommt zum Beispiel Klee raus. Und Klee ist auch eine schöne Pflanze für die Bienen. Und dass man dann eher einen verwilderten Garten halt hat, mit Hecken, mit Totholzhecken, mit Steinhaufen. Sowas, wo halt die Bienen sich da verstecken können, wo sie ein Nest aufbauen können. Und dahin sollte man halt in diese Richtung gehen, damit wir halt den Wildbienen auch ein Zuhause bieten. Ich werde dann mal schauen, vielleicht werde ich unten in der Videobeschreibung etwas verlinken, wo ihr dann nochmal etwas genauer nachschauen könnt. Also worauf wartet ihr? Auf eine Doppelternte würde, glaube ich, keiner Nein sagen. Heißt für mich dann einfach, machen wir was für die Wildbienen, bauen Nisthilfen, Plätze für sie als Zuhause und sorgen halt für die nötige Tracht bzw. für die Blütenvielfalt. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, Kanal kostenlos abonnieren, Videos teilen, einen Kommentar für den Algorithmus hinterlassen, dass meine Videos weiter verbreitet werden. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Solche Videos werden wahrscheinlich von YouTube gar nicht so gerne gesehen. Das heißt, bitte teilt das Video, verbreitet, kommentiert, liked, abonniert, damit ihr mich zusätzlich unterstützen könnt und weitere Menschen auf mich zukommen und der Kanal weiter wachsen kann. Wer mir nochmal zusätzlich unterstützen will, weil ich auf diese Hilfe auch angewiesen bin, gerne auch spenden, Banküberweisung, PayPal, Patreon, alles Mögliche findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Bietet auch Kurse an zur Permakultur oder zur schleimfreien Heilkost. Könnt ihr euch alles in Ruhe auf meiner Webseite anschauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.